Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil zu den japanischen Mythen in One Piece. Achtung, alle die den Wano Kuni Arc noch nicht erreicht haben, sollten jetzt nicht mehr weiterschauen. Los geht's! Einer der Akazaya, um genauer zu sein Denjiro, besitzt neben seiner geheimen Identität als Yakuza-Boss Kyoshiro eine weitere, die ihn nachts zum Dieb Ushimitsu Kozo macht, der den armen Menschen Wano Kunis mit seinen erbeuteten Schätzen hilft. Auch im alten Japan lebte einst ein Dieb, den alle nur Nezumi Kozo, den Rattenjungen, nannten. Sein richtiger Name war Nakamura Jirokuchi, der im frühen 19. Jahrhundert lebte und bis heute der berüchtigste Dieb des Landes ist. Er wurde zum Volkshelden, da er ähnlich wie Robin Hood von den Reichen stahl, nur um den armen Leuten etwas von ihrem Wohlstand abzugeben. 1822 wurde der berüchtigte Dieb beim Stehlen erwischt. Man stempelte ihn mit einem Tattoo auf seinem Arm als Verbrecher ab. Daraufhin wurde er sogar aus der Stadt Edo verbannt. Doch dies hielt ihn nicht auf, weiterzumachen. 9 Jahre später ereilte ihn aber dasselbe Schicksal und er wurde ein weiteres Mal von den Gesetzeshütern gefasst. Diesmal jedoch sollte er für seine Taten mit dem Tod bestraft werden. Angeblich soll Nezumi Kozo innerhalb von 15 Jahren über 100 Samurai-Anwesen ausgeraubt und dabei über 30.000 Ryo, was damals eine immense Menge Geld war, gestohlen haben. Da er bei seiner Verhaftung kein Geld mit sich trug, entstand die Legende vom Dieb, der den Armen und Entrechteten half. Er wurde enthauptet und sein Kopf der Öffentlichkeit präsentiert. Die kleine Tama hat eine ziemlich ungewöhnliche Teufelsfruchtfähigkeit, die es ihr erlaubt, aus ihren Wangen kleine Hirseklöße zu ziehen, die sogenannten Kibidango. Sie kann damit jegliche Art von Tieren als auch Smile-Nutzer kontrollieren und sie zu ihren willenlosen Dienern machen. Es gibt eine alte Legende, die genau zu dieser Fähigkeit passen könnte. Es geht dabei um den Kobutori-Jisan. Vor langer Zeit lebte ein alter Holzfäller in einem kleinen Dorf am Rande eines Waldes. Er war stets fröhlich und gut gelaunt und verrichtete seine Arbeit immer gewissenhaft. Sein Nachbar, ebenfalls ein älterer Herr, war das genaue Gegenteil von ihm. Die alten Männer hatten jedoch etwas gemeinsam. An ihren Wangen ragte eine riesige Beule heraus. Obwohl die Beule ziemlich störte, beschwerte sich der fröhliche Mann nie darüber. Eines Tages ging er tief in den Wald, um Bäume zu fällen. Plötzlich fing es an zu regnen und ein heftiger Sturm fing an zu toben. Der alte Herr suchte daher Schutz in einem alten Baumstamm. Stunden vergingen und das Unwetter zog einfach nicht vorbei. Da schlief er einfach ein. Als er aufwachte, war es Nacht geworden und das Wetter hatte sich gebessert. Als er langsam aus dem Baumstamm herauskroch, sah er in der Nähe Oni, die ein riesiges Feuer entfacht hatten und wie es aussah, ein Fest feierten. Die Yokai hatten Spaß, sie fingen an Sake zu trinken und dabei zu singen und zu tanzen. Der fröhliche alte Mann war fasziniert von der Musik, sie war verlockend und obwohl er eine riesige Angst vor den Monstern hatte, sprang er aus seinem Versteck, um mit ihnen zu tanzen. Die Oni waren erstaunt und freuten sich, seine vorzüglichen Tanzkünste zu sehen, so dass sie ihn darum baten, in der nächsten Nacht ein weiteres Mal mit ihnen gemeinsam zu feiern. Um seine Rückkehr zu gewährleisten, wollten die Dämonen ihm etwas Wertvolles als Pfand nehmen, so dass sie entschieden, die große Beule aus seinem Gesicht zu ziehen. Nicht mal eine Narbe blieb zurück und der alte Mann ging glücklich und zufrieden nach Hause. Am nächsten Morgen erzählte der alte Herr seinen grimmigen Nachbarn, was geschehen war. Dieser bat ihn darum, seinen Platz einzunehmen. Da er eine Chance sah, mit seinen tänzerischen Fähigkeiten die Oni zu bespaßen und gleichzeitig seine Beule an der linken Wange loszuwerden. Einige Zeit später machte sich der Nachbar auf den Weg und versteckte sich, bis es dunkel wurde, im selben hohlen Baumstamm wie der fröhliche, gut gelaunte alte Herr die Nacht davor. Als die Oni sich versammelten und die Feier anfing, erschien er vor ihnen. Gespannt und voller Vorfreude warteten die Dämonen auf den Tanz des alten Mannes. Doch was sie zu sehen bekamen, gefiel ihnen überhaupt nicht. Sie waren zornig und bestraften ihn, indem sie die Beule des anderen alten Herrn in sein Gesicht warfen.
Diese blieb nun an seiner rechten Wange kleben und konnte nicht mehr entfernt werden. Enttäuscht und voller Wut kehrte der grimmige alte Nachbar in sein Dorf zurück. Nun hatte er zwei Beulen. Koma Chiyo ist in One Piece der treue Begleiter und Beschützer der kleinen Tama. Er soll einen Koma Ino darstellen. In Japan sind Koma Ino Wächterfiguren, die sehr oft vor Treppen oder Tori von Shinto-Schreinen oder buddhistischen Tempeln stehen. Es sind edle Geschöpfe, die heilige Stätten vor bösen Geistern schützen. Sie können verschieden groß sein und sind eine Kreuzung zwischen Hund und Löwe. Die Mähne und der Schwanz sind dick und lockig und der Körper sehr kräftig und muskulös. Zudem sind Koma Ino mit scharfen Zähnen und Klauen bestückt. Manchmal haben sie auch Hörner auf dem Kopf. Koma Ino, die vor Tempeln und Schreinen stehen, sind immer weiblich und männlich. Das Männchen soll den Glauben nach die Außenanlage bewachen und das Weibchen kümmert sich darum, dass der Innenbereich geschützt wird. Onimaru, der Fuchs und treuer Begleiter des ehemaligen Daimyo von Ringo, Shimotsuki Ushimaru, soll in seiner Tierform einen Kitsune darstellen. Kitsune sind in der japanischen Mythologie Füchse, die je älter sie werden, magische und übernatürliche Fähigkeiten entwickeln. Als Boten der Naturgottheit Inari genießen sie ein hohes Ansehen und nehmen im Shinto-Glauben eine wichtige Rolle ein. Sie stehen für Reichtum und Fruchtbarkeit. Den weißen Füchsen, auch Senko genannt, wird nachgesagt, dass sie Inari besonders treu ergeben sind und mit ihren magischen Zauberkräften böse Yokai vertreiben und Unheil abwenden können. Doch gibt es nicht nur gute und wohlwollende Yokai unter ihnen. Der Großteil der Fuchsgeister ist wild. Sie sind nicht unbedingt böse, aber sollte man sich vor ihnen in Acht nehmen. Denn viele ihrer geliebten Streiche und Täuschungen können so manchen Menschen schaden und in den Wahnsinn treiben. Eine beliebte Methode ist es, den Körper einer Person in Besitz zu nehmen und damit jeglichen Schabernack zu treiben. Außerdem können sie sich in alles verwandeln, was sie möchten. Erzählungen zufolge sollen sich Kitsune in menschliche Frauen verwandeln und sogar in Männer verliebt haben, mit denen sie sogar eine Familie gründeten. Doch meistens geschah dies nur, um dem Mann seine Lebenskraft zu rauben. Je älter und mächtiger die Fuchsgeister werden, desto mehr Schwänze wachsen ihnen. Der wohl stärkste unter ihnen ist der neunschwänzige Kyubi no Kitsune. Er ist weise und kann alles sehen und hören, was auf der Welt geschieht. Onimaru besitzt wie die Kitsune aus dem Volksglauben die Möglichkeit, sich in einen Menschen zu verwandeln. Die Kräfte seiner Teufelsfrucht lassen ihn dann zum riesigen Gyukimaru werden. Dieser Charakter ist offensichtlich dem legendären Krieger Benkei nachempfunden. Saito Musashibo Benkei war laut Überlieferungen ein über 2 Meter großer Kriegsmönch mit unbeschreiblicher Stärke. Schon bei seiner Geburt, die 18 Monate dauerte und er dabei seine Mutter verlor, soll er überdurchschnittlich groß gewesen sein. Er war ein ziemlich ungehorsames und wildes Kind, was ihn den Spitznamen Unikawa, Kind des Teufels, einbrachte. Eines Tages wurde er von seiner Pflegefamilie in ein Kloster geschickt, doch dort fiel er immer wieder schlecht auf, was dazu führte, dass der Junge in ein anderes Kloster musste. Doch auch dort galt er als Problemkind, man schmiss ihn heraus. Irgendwann schloss er sich den umherziehenden Kampfmönchen, den sogenannten Yamabushi, an. Nachdem aber sein Heimattempel zerstört wurde, schwor Benkei 1000 Schwerter zu erbeuten und diese für den Wiederaufbau seines Klosters zu spenden. Er forderte jeden Samurai, der seinen Weg kreuzte, zum Kampf auf und besiegte sie, bis er schlussendlich 999 Schwerter zusammen hatte. Auf der Gojo-Brücke in der Nähe von Kyoto wartete Benkei nun auf den Gegner mit dem letzten Schwert. Da kam eines Tages der junge Held Minamoto no Yoshitsune des Weges. Flöte spielend und mit einem Katana bewaffnet, begegneten sich die beiden und der Kriegermönch forderte den schlanken Jüngling dazu auf, sein Schwert niederzulegen, da er sowieso keine Chance hätte, ihn im Kampf zu besiegen. Yoshitsune, der den Legenden nach von einem Tengu im Schwertkampf und anderen Kampfkünsten gelehrt wurde, weigerte sich, dies zu tun. Es kam zum Zweikampf.
Während des Kampfes soll Yoshitsune sogar sein Schwert weggeworfen haben und Benkei nur mit einem Fächer bewaffnet besiegt haben. Der Kriegermönch war davon so beeindruckt, dass er sich dem jungen Helden anschloss und ihm ewige Treue schwor. Beide wurden sehr gute Freunde. In One Piece ist Gyukimaru, die verwandelte Form Onimarus, auch als Schwertsammler bekannt. Er und Zoro lieferten sich genauso wie Yoshitsune und Benkei einen Kampf auf der Ohagi-Brücke. Yamato, der selbsternannte Odin und Tochter von Kaido, repräsentiert ein Wesen, das in der japanischen Mythologie als Kijo bekannt ist. Diese weiblichen Dämonen ähneln in vielerlei Hinsicht menschlichen Frauen, obwohl sie schrecklich hässlich sind. Einige von ihnen haben rote oder gelbe Augen, blau gefärbte Haut, scharfe Hörner auf dem Kopf und lange Krallen an den Händen. Normalerweise kleiden sich die als Gegenpart des Onis bekannten Yokai immer in Lumpen und dabei sind ihre langen offenen Haare immer zerzaust und ungepflegt. Im Gegensatz zum Oni leben Kijo nicht in der japanischen Hölle oder Unterwelt, stattdessen verweilen sie auf der Erde. Man findet sie in Gebirgen, auf einsamen Inseln oder abgelegenen Höhlen und Waldhütten. Jede dieser blutrünstigen Dämonenfrauen lebt für sich, da sie als Einzelgängerin bekannt sind. Obwohl einsame Reisende zu ihrer Leibspeise zählen, versuchen sie, den Menschen aus dem Weg zu gehen, um nicht entdeckt zu werden. Kijo entstehen aus den Seelen von Menschen, die starken Groll, Eifersucht und Hass verspüren oder böse Verbrechen begehen. Manchmal kommt es auch vor, dass Frauen aufgrund eines Fluches zu diesem Monster werden. Es heißt, sie sind stärker als die meisten Menschen und je älter sie werden, desto mächtiger werden auch ihre magischen Fähigkeiten. Kijo sind ähnlich wie Hexen bekannt dafür, Flüche auszusprechen oder auch starke tödliche Gifte zu brauen und Illusionen zu erschaffen. Jetzt kommen wir zu Kaidos 100 Beast-Piraten. Diese könnten ihren Ursprung in der Hyakkyagyo, der Nachtparade der 100 Dämonen, haben. In Japan glaubt man, dass in bestimmten Sommernächten alle Dämonen, Geister und andere übernatürliche Kreaturen in einem gewaltigen Spektakel des völligen Chaos durch die Straßen und Gassen des Landes ziehen. Diejenigen, die blöd genug sind, sich in diesen Nächten hinauszutrauen oder aus ihren Fenstern zu schauen, nur um einen Blick auf diese gefährliche Prozession zu erhaschen, werden von den schrecklichen Monstern entführt oder getötet. Sollte man jedoch ein mächtiger japanischer Exorzist sein, so ist es einem möglich, sich durch solch eine Dämonenparade hindurch zu bewegen, ohne überhaupt verletzt zu werden. Der Sage nach soll Nurarihion, der Oberbefehlshaber aller Yokai, gemeinsam mit Otoroshi und Nezushi, zwei weiteren legendären Kreaturen, die Parade anführen. Wenn es in einer Sommernacht neblig ist, so glaubt man, dass sich die Dämonen in der Nähe befinden. Der Shogun Kurosumi Orochi und seine besondere Teufelsfrucht, die Hebi-Hebi no Mi, basieren auf den Legenden der Riesenschlange Yamato no Orochi. Die Geschichte handelt davon, dass einst die achtköpfige und achtschwänzige Riesenschlange Yamato no Orochi eine Götterfamilie einmal im Jahr heimsuchte, nur um jedes Mal eine der acht Töchter zu verschlingen. Kurz bevor das Monster auftauchte, um das letzte Mädchen zu holen, erschien zufällig der Gott des Windes und des Meeres, Susanoo, der gerade aus dem Himmel verstoßen wurde, den bitterlich weinenden Eltern der acht Töchter. Als das alte Götterpaar ihm erzählte, was los sei, bat ihm Susanoo seine Hilfe an, jedoch stellte er ihm eine Bedingung. Sollte er die Schlange besiegen, so wolle er die Tochter Kushinade Hime zu seiner Frau machen. Um Yamato no Orochi zu töten, befahl er zuallererst dem Götterpaar, achtfach gebrauten Sake herzustellen, einen Zaun mit acht Toren aufzustellen und an jedem dieser Tore erhöhte Gestelle zusammenzubringen. Auf jedes Gestell sollte dann ein Gefäß mit dem Sake platziert werden. Nun war alles vorbereitet und kurze Zeit später kam die Schlange und trank mit ihren acht Köpfen aus allen Gefäßen. Betrunken fiel sie in einen tiefen Schlaf. Susanoo nutzte die Chance und erschlug die Riesenschlange mit seinem Schwert. Beim Zerschneiden des mittleren Schwanzes der Kreatur zersplitterte es jedoch in Stücke.
Als er die Stelle untersuchte, um herauszufinden, was seine Klinge zerbrechen ließ, entdeckte er ein weiteres Schwert tief im Fleisch Yamato no Orochis. Es handelte sich hierbei um das legendäre Katana Kusanagi no Tsurugi. Dieses bot Susanoo seiner Schwester, der Sonnengöttin Amaterasu, als Geschenk an, wodurch es ihm wieder möglich war, in den Himmel zurückzukehren. Das Schwert wurde über Generationen in der kaiserlichen Linie weitergegeben und zählt neben dem Spiegel Yata no Kagami und dem Juwel Yasakari no Magatama zu einem der drei Throninsignien Japans. Heute soll das legendäre Katana, das aus Yamato no Orochis Schwanz stammt, im Asusa-Schrein in Nagoya aufbewahrt werden. Außerdem solltet ihr wissen, dass das Schwert, mit dem Susanoo Yamato no Orochi tötete, den Namen Ame no Habakiri trägt. In One Piece ist dies der Name eines der zwei Schwerter Odins. Sein zweites Schwert Enma, was sich nun in Zoros Besitz befindet, ist nach dem Großkönig der japanischen Unterwelt benannt. Seine Aufgabe ist es, die frisch verstorbenen Seelen der Menschen zu richten und sie zu ihrem richtigen Bestimmungsort zu führen. Wenn man zu seinen Lebzeiten gut gewesen ist, so wird man ins Tengoku, dem Paradies, geschickt. Doch sollte man abgrundtief böse gewesen sein, so kommt man ins Jigoku, in die japanische Hölle. Manchmal kommen aber Seelen, die gleichermaßen Böses und Gutes getan haben, an einen Ort, der Maido genannt wird. Hinter dem furchterregenden Herrscher der Hölle soll in Wirklichkeit die Gottheit Jizo Busatsu stecken. Er gilt als Wächter der Unterwelt, Gott der Reisenden und Beschützer der Kinder. Jizo ist eine äußerst barmherzige Gottheit, die ziemlich beliebt ist. Man findet Statuen von ihm fast überall. Brook ist in der Lage, seine Seele von seinem Körper zu trennen, was ihm erlaubt, seinen skelettartigen Geist zu nutzen, um unbekannte und gefährliche Orte auszukundschaften. In Wano Kuni nutzt er diese Fähigkeit auch. Dabei erschreckt er die Ninja Orochis, von denen einige ihn nicht nur als Geist, sondern auch als Gashadokoro ansahen. Gashadokoro sind Geister, die die Form riesiger Skelette annehmen und aus angehäuften Knochen von verstorbenen Menschen bestehen. Diese starben an Hunger oder sogar in großen Schlachten, ohne dass sie ein würdiges Begräbnis erhielten, was sie zu einem rachsüchtigen Yokai machte, der ewig umherstreift, um menschliche Beute zu jagen. Gashadokoro sollen den Legenden nach unbesiegbar sein. Zudem wird ihnen nachgesagt, auch die Fähigkeit zu besitzen, sich unsichtbar machen zu können. Tengu Yamahitetsu soll, wie der Name, aber auch das Aussehen schon verraten lässt, ein Tengu sein. Tengu gelten im japanischen Volksglauben als Meister der Kampfkünste. Sie sind weise und können sowohl Freund als auch Feind sein. Es heißt, sie leben tief in den Bergen, fernab jeglicher Zivilisation. Dort sollen diese vogelartigen Yokai Pinien- und Zedernbäume bewohnen und sogar aus Eiern schlüpfen. Sie galten im alten Japan als einfache Dämonen, die Waldbrände verursachten, Kinder entführten, Menschen fraßen und buddhistische Mönche quälten. Man versuchte, sie mit Opfergaben zu besänftigen, und im Laufe der Zeit lernten die Vogeldämonen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn gutherzige Menschen Tengu in ihren Gebeten erwähnen und sie um Hilfe bitten, so helfen sie ihnen. Daher werden wohl einige dieser mythischen Wesen auch als Gottheit betrachtet. Insgesamt gibt es zwei verschiedene Arten von Tengu. Man unterscheidet dabei zwischen den Karasu-Tengu und den Dai-Tengu. Sie leben meist gemeinsam in Gruppen mit einer stark hierarchischen Ordnung, in der der Dai-Tengu als Anführer gilt. Für gewöhnlich tragen die beiden Arten der Vogeldämonen Mönchsroben. Karasu-Tengu sehen wie Krähen mit einem menschlichen Körper aus, die Flügel auf dem Rücken haben. Der Dai-Tengu hingegen wird meist mit einem roten Gesicht, langen weißen Haaren und einer langen Nase dargestellt. Zudem trägt er stets einen Federfächer mit sich, das das Symbol seiner Macht ist und mit dem er unglaublich starke Windstürme erzeugen kann. Tengu gelten als intelligent und man sagt ihnen nach, dass sie sprechen können, ohne dabei den Mund zu bewegen oder zu öffnen. Sie beherrschen Telepathie. Sie zeigen sich Menschen ziemlich selten, können aber über Gedanken oder Träume mit ihnen kommunizieren. Außerdem sollen sie geschickte Gestaltwandler sein, die sich in alles Vorstellbare verwandeln können. Jedoch soll ihr Schatten dabei ihre wahre Form zeigen und sie enttarnen. Auch die Fähigkeit, sich zu jeglichen Orten teleportieren zu lassen, sollen diese Dämonen besitzen.
Als Meister der Kampfkünste bekannt, sollen die Karasutengo exzellente Schwertkämpfer sein. Der Daitengo hingegen kennt sich mit Stabwaffen aus. Viele heldenhafte Krieger sollen den Legenden nach von Tengo ausgebildet worden sein. In den ersten 1000 Lebensjahren werden die Tengo von einem älteren Artgenossen in die verschiedenen Kampfkünste und Zauberkünste eingeweiht und trainiert. Danach ziehen sie sich in die Berge zurück, um in Einsamkeit und Demut zu leben. Nach 2000 Jahren stirbt der Tengo. Sollte er in dieser Zeit viele gute Taten vollbracht haben, so wird er als Mensch wiedergeboren. Jetzt kommen wir zum schwertschwingenden Riesenaffen Hihimaru. Auch dieser ist einem Yokai nachempfunden. Er soll, wie es auch schon sein Name verrät, einen Hihi darstellen. Der Hihi ist eine gigantisch große affenartige Bestie mit langen schwarzen oder weißen Haaren. Sein Maul ist breit und voller langer scharfer Zähne. Der Sage nach sollen Affen, die ein hohes Alter erreichen, sich irgendwann mal in einen Hihi verwandeln. Man sagt, sie seien schnelle Läufer, die sich hauptsächlich von wilden Tieren ernähren. Seinen Namen hat der Yokai vom Klang seines Lachens. Doch heutzutage werden auch Paviane im Japanischen als Hihi bezeichnet. Sollte diese Kreatur einen Menschen vor sich stehen haben, so kann sie nicht anders, als in Gelächter auszubrechen. Wenn der Riesenaffe lacht, dann rollen sich seine langen Lippen nach oben und bedecken dabei seine Augen. Manchmal kann es vorkommen, dass Hihi sogar auf Menschenjagd machen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass er menschliche Frauen entführt und sie tief in die Berge verschleppt hat. Wenn man einmal in den Fängen eines Hihi ist, so gibt es nur eine einzige Möglichkeit zu entkommen. Man muss den Affendämon zum Lachen bringen. Wenn man dies schafft, dann wird er durch seine eigenen hochgerollten Lippen beim Lachen geblendet und man kann die Möglichkeit ergreifen, um ihn einen scharfen Gegenstand in die Stirn zu rammen, damit er schnell und einfach getötet wird. In einigen Erzählungen heißt es, dass der gefährliche Riesenaffe die Fähigkeit besitzt, Gedanken zu lesen und die menschliche Sprache zu erlernen. Sein Blut ist sehr begehrt. Es soll eine besonders rot leuchtende Farbe haben, das bei Verwendung als Farbstoff niemals verblassen wird. Und wenn man es trinkt, so kann man angeblich Geister und Dämonen sehen. Auch Big Mom bzw. die Fähigkeit ihrer mächtigen Teufelsfrucht hat etwas mit der japanischen Mythologie zu tun. Zumindest sieht man dies im Wano Kuni-Arc ziemlich deutlich. Die Kaiserin der Meere kann, wie man weiß, die Seelen und damit auch die Lebensspanne von Lebewesen so manipulieren, wie sie möchte. Es ist ihr dabei möglich, die Seelen sogar in leblose Objekte zu transferieren. Im japanischen Volksglauben sollen sich Haushaltsgegenstände, sobald sie das Alter von 100 Jahren erreichen, in Yokai verwandeln. Wenn sie dabei in Vergessenheit geraten, man sie nicht mehr benutzt und aufgrund dessen achtlos entsorgt wurden. Denn auch Gegenstände tragen Seelen in sich. Man nennt diese spezielle Yokai-Klasse Tsukumogami. Die bekanntesten Vertreter unter ihnen sind der Bakezori oder auch der Karakase-Obake. Normalerweise sind die kleinen Monster harmlos, doch ab und zu kommt es vor, dass sie den Menschen kleinere Streiche spielen, um sie zu erschrecken. Gefährlich werden sie erst, wenn sie wirklich schlecht behandelt wurden. Denn dann können sie durch spezielle Rituale magische Fähigkeiten erlangen. Einer Legende nach soll im alten Japan eine Gruppe von Tsukumogami Magie erlernt haben, um sich bei ihren Besitzern zu rächen. Sie töteten diese und danach bauten die Yokai tief in den Bergen eine Burg aus ihren toten Überresten und legten sogar einen Brunnen mit ihrem Blut an. Die kleinen Biester waren so gefährlich, dass am kaiserlichen Hofe Exorzisten beauftragt wurden, sich um sie zu kümmern. Es musste ein spezielles Ritual durchgeführt werden, das die sogenannten göttlichen Knaben herbeirief, die den Tsukumogami Denga ausmachten. Es gibt auch gute Tsukumogami. Wenn sich beispielsweise ein Sake-Krug, der gut behandelt wurde nach 100 Jahren, in einen Yokai verwandelt, so soll er immer mit dem besten und feinsten Sake gefüllt sein. Kawamatsu ist eines der Mitglieder der Akazaya. Dieser besondere Fischmensch soll aus dem japanischen Volksglauben den Kappa darstellen. Kappa gehören neben dem Oni und dem Tengu zu den beliebtesten und bekanntesten Yokai Japans.
Sie leben in Flüssen, Tälern oder Sümpfen und verbringen die meiste Zeit im Wasser. Doch spät nachmittags sollen sich die Flussdämonen an Land begeben und den Bauern die Feldfrüchte stehlen. In kälteren Jahreszeiten ziehen sie sich in die Berge zurück, um dort zu überwintern. Kappa werden als Mischwesen zwischen Mensch und Schildkröte beschrieben, die den aufrechten Gang beherrschen und deren Körper mit Schuppen bedeckt ist. Ihre Haut kann eine grün- bis gelbliche Farbe haben und sie sollen stark nach Fisch riechen. Anstelle eines Mundes besitzen Kappa einen Schnabel. Die Hände und Füße sollen Schwimmhäute aufweisen. Zudem ist auf ihrem Kopf eine Delle, die sogenannte Sara, welche immer mit Wasser gefüllt ist. Auch die menschliche Sprache soll er beherrschen. Der Wasserdämon mag es, Gurken zu fressen und Sumo-Ringen gehört zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Er liebt es, Menschen zum Zweikampf herauszufordern. Die Delle auf seinem Kopf, die mit dem magischen Wasser gefüllt ist, macht ihn übernatürlich stark und unbesiegbar. Sollte die Flüssigkeit darin austrocknen oder irgendwie verschüttet werden, so schwächt es den Kappa oder führt sogar zu seinem Tod. In manchen Überlieferungen sollen Menschen die Kappa ausgetrickst haben, indem sie sich vor einem Sumo-Kampf vor ihm verbeugt haben. Aus Höflichkeit und Respekt erwidert der Dämon dies und verschüttet dadurch die magische Flüssigkeit, was dazu führt, dass man den Kampf gegen ihn gewinnt. Kappa werden häufig als hinterlistige Kreaturen beschrieben. Sie haben eine Vorliebe dafür, kleine Kinder und Erwachsene sowie Kühe und Pferde ins Wasser zu ziehen, um sie zu ertränken. Angeblich machen sie dies nur, um an die Leber des Menschen zu gelangen. Außerdem sind sie noch an einem anderen Organ interessiert, welches den Sagen nach die Lebensenergie des Menschen in sich trägt. Es nennt sich Shikurodama und um es zu erhalten, muss der Kappa in den Anus seines Opfers greifen. In manchen Regionen wird der Kappa als Gottheit angesehen. Sie sollen das Gewässer, in dem sie leben, vor Verschmutzung und Katastrophen schützen. Sollte man einen Kappa helfen, so wird der Wasserdämon immer tief in deiner Schuld stehen und dir die ewige Freundschaft schwören.